Einen wunderschönen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer jetzt vielleicht das erste Mal auf diesem Kanal vorbeischaut, mein Name ist Stefan, ich bin Landschaftsfotograf und ich baue einen Off-Grid-Campervan aus, damit ich damit dann auf Tour gehen kann. Und heute gibt es das nächste Video. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, wir müssen erstmal ganz, ganz dringend hier die Garage aufräumen, damit wir wieder ein bisschen Platz zum Schrauben haben. Und dann geht's weiter, dann werde ich nämlich alles vorbereiten, damit wir die Fenster einbauen können. Dort brauchen wir als erstes nämlich ein paar Holzrahmen, damit das Ganze vom Abstand her passt. Viel Spaß! Vielen Dank an den heutigen Sponsor des Videos, Cruise Vision. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Wenn du Bock hast, mit der Fotografie Geld zu verdienen und dabei auch noch die ganze Welt zu sehen, dann schau dir mal das Video an, was ich dir da oben verlinkt habe. Da gibt es weitere Informationen. Du kannst nämlich sowohl in Hotels als auch auf Kreuzfahrtschiffen als Fotograf arbeiten, die Welt sehen und dabei noch Geld verdienen. Also, schau dir auf jeden Fall das andere Video an und unten in der Videobeschreibung ist auch der Link, wo du direkt mit der Firma Kontakt aufnehmen kannst. Viel Spaß! Leute, was das Ausbauen eines Vans deutlich erschwert, ist Schnee. Schnee und kalte Temperaturen. So sieht es im Moment aus. Zum Glück können wir im Moment mehr in der Garage machen und da ein paar Sachen vorbereiten, aber es ist schon extrem kalt. Ich trage die ganze Zeit Skiunterwäsche, damit ich nicht mich komplett erkälte, aber ja, also es wäre schon irgendwie cooler, wenn so 15 Grad mehr wären. Fertig. Sieht auch schon wesentlich besser aus. Jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt haben wir hier Platz, haben hinten schön Werkbänke. Wir haben jetzt hier an der Seite Pakete, Ausbaumaterial. Hier auf der Seite haben wir ein schönes Regal noch, auch noch Ausbaumaterial. Und jetzt geht's los. Wir haben Latten gekauft und diese Latten werden wir jetzt zuschneiden für die Fensterrahmen, die dann innen gegengeschraubt werden, wenn wir die Fenster dann einsetzen. So, für diejenigen, die das jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen wollen. Also, ich bin jetzt gerade im Van drin und zwar hier vorne. Hier habe ich schon mal angeklebt, hier soll das Dachfenster reinkommen. Das ist 40 x 40 cm und wir müssen jetzt einen Holzrahmen noch basteln, damit wir das hier gegenkontern können, erstens, und zweitens auf die richtige Dachhöhe kommen. Denn das Problem ist ja jetzt, wir können das Fenster jetzt hier einfach so einsetzen, aber wir haben ja hier diese Holme. Und diese Holme, die stehen, ich habe das jetzt mal ausgemessen, knappe 4,5 cm weiter unten. Das bedeutet, dass unser gesamtes Dach ja mindestens 4,5 cm weiter tiefer kommt. Und dann würde das Dachfenster irgendwo mitten in der Decke sein, also viel weiter außen quasi. Und das wollen wir ja vermeiden, wir wollen ja einen geraden Abschluss haben. Und jetzt muss ich einfach mal berechnen, ich habe jetzt hier 4,5 cm dieser Holm von der Breite. Aber das muss man halt alles zusammenberechnen, ne? Also wir haben jetzt hier 4,5 cm diesen Holm, dann kommen 3 mm Armaflex oben drauf, dann sind wir schon bei 4,8 cm. Und die Deckenstärke an sich, also die Sperrholzplatte, die oben drauf kommt, hat auch nochmal 6 mm. Das heißt, wir sind jetzt hier bei knappen 5 cm dann. Und dann kommt da drauf dann die entsprechende Pappelsperrholzplatte zur Verkleidung. Das heißt, ich brauche jetzt hier quasi einen Rahmen, der ungefähr 5 cm tief ist. So Leute, wir werden jetzt als erstes den MaxAir Fan Deluxe auspacken. Den vermessen wir jetzt nochmal. Ich weiß, dass der 40x40 ist. Wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen hin und her gerechnet. Die Rahmendicke soll 3 cm sein. Und ich habe das jetzt mal dann quasi so berechnet, dass wir jede Latte auf 43 cm runterschneiden von der Länge her. Von der Höhe her müssen sie alle 5 cm sein. Und von der Breite, was hatten wir da gesagt? 3 cm. Ne? 3 cm, genau. Wegen den 43 cm, logischerweise. Also, wir vermessen das Ganze jetzt trotzdem nochmal, damit wir hundertprozentig sicher sind, damit wir jetzt kein Holz verschwenden. Wir haben jetzt hier auch 60 x 40 mm Latten. Das heißt, die müssen noch ein Stück weit abgehobelt werden, damit wir sie dann auf das richtige Maß bekommen. So, da ist das gute Stück. So, perfekt. Und das ist jetzt im Endeffekt erstmal das, was uns am meisten interessiert. Das ist nämlich der Rahmen, der von innen dann gegengedrückt wird.
Das ist jetzt nur der Aufsatz, der dann oben außen drauf kommt. Den müssen wir jetzt gar nicht erstmal auspacken. Sondern wichtig ist erstmal, dass wir jetzt quasi einen Holzrahmen bauen, der hier einmal drum passt. Man kann sich das jetzt nämlich so vorstellen. Das ist jetzt die Blende, die so oben gegen das Dach dann entgegenkommt. Und hier hat man jetzt schon sehr gut vorbereitet eine gewisse Dachstärke drin. Das andere guckt dann hier oben so ein bisschen dann oben aus dem Dach wieder raus und da kann man dann den Aufsatz oben drauf stecken. Und jetzt können wir einfach nochmal abmessen hier, ob das wirklich genau 40 cm sind. Sind es nicht mal, ja, also die Öffnung an sich ist natürlich nochmal ein bisschen kleiner. Und tatsächlich reicht es, wenn der ganze Rahmen 40 cm hat. Okay Leute, also ursprünglicher Plan ist nochmal verworfen von den Maßen her. Wir haben jetzt gerade hier nochmal nachgemessen, gut, dass wir es getan haben. Wir brauchen tatsächlich doch 4 cm dicke Latten, damit das Ganze dann passt. Das heißt, wir schneiden jetzt jeweils 44 cm lange Latten aus und dadurch, dass wir die dann so anlegen, hat der ganze Rahmen dann eine Breite von 48 cm. Und ein Innenmaß von 40 cm. Das passt dann also ganz gut. So sieht der Rahmen jetzt aus. Den werde ich jetzt hier, wie gesagt, gleich noch ein bisschen abschleifen. Dann mit ein bisschen Holzleim schon mal fixieren. Und dann kommen hier jeweils von außen Schrauben rein. Und dann ist der fertig. Und ich zeige euch mal ganz kurz. Das ist ja jetzt hier quasi der Innenrahmen. Und der würde jetzt hier dann so reinkommen. Der wird dann hier verschraubt. Und dann ist das hier quasi die Blende. So Leute, ihr habt gesehen, dass die Fenster nun alle eingebaut sind. Sie sind auch alle dicht nach mehrmaligen Prüfen jetzt. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann postet sie einfach unten in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ihr könnt mir gerne auch bei Instagram folgen unter landscapehunter.de. Dort gibt es nämlich immer schon in Stories ein bisschen vor den YouTube-Videos die neuesten Updates zum Vanbau und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Bock habt, solche Hoodies mal selber zu besitzen, auf meinem Online-Shop vorbeischauen.
Dort könnt ihr die bestellen, genauso wie T-Shirts. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin jetzt ganz viel Spaß und hoffentlich bis bald. Ciao.